Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Bad Telltale Series, Folge 23. Including drugs, weapons, or any other suspicious materials, you will be taken into custody. Like hell you are. The only way you're searching this car is with two broken arms afterwards. Oh, I don't think that would be a good idea. Come on, what's a damn hold up? Get back to your car! Of course. Should've known. Go back to Arkham, you damn maniac! The hell? Careful, or you'll be the next Cobblepot. Showing your face in public like this? You can still leave, and I would take advantage of that while both your kneecaps are still attached correctly. Someone else heard that, right? This psycho just threatened me! Yeah, I filmed the whole thing! They should lock you up! Oh God, Alfred, I'm sorry. You'll be fine. We just need to get out of this mess. Nowhere to run, dirtbag! Next one won't be a warning shot! All right, now the way I see it, there are two ways we can do this, Bruce Wayne. Either I let these people at you and see how you handle mob justice, or you could make a little donation to me and my boys to help us stay well-funded, and well-armed. What do you say? They've got us blocked in. I can't back up. This is turning ugly, sir. What would you like to do? The mayor's gonna hear about this, and it ain't gonna make him happy. Hey, he's the problem, not us! Ram the barricade! This isn't a Batmobile. Just do it, Alfred! Hey! What do you mean you're leaving? Bruce, Harvey's clearly lost it. All over the news yelling about how you need to be brought to justice, throwing whoever he wants in jail. Not really interested in seeing what he has planned for me. I was supposed to be here laying low. Does this look like laying low to you? You don't need to worry about Harvey. I'll protect you from him. Don't write checks you can't cash. Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment drove him completely around the bend. So you're saying you think his breakdown is our fault? Yeah? Don't get me wrong, Bruce. The night was a lot of fun, but not worth dying for. He's dangerous. You understand, don't you? I understand. I don't like it, but I understand. Thank you. I appreciate that. But boy, are those puppy dog eyes breaking my heart right now. So where are you gonna go? We got some other business I need to take care of. What other business? Look at yourself, Bruce. You're in no shape to take on Harvey. Or the children of Arkham, for that matter. Of course. That's my car. See you around. Good luck with all of this. Need to get to the computer.
You're exhausted. And the influence of Lady Arkham's drug may still be affecting you. You've seen the way it's still affecting Harvey. He's a paranoid wreck. Harvey is turning Gotham into a police state. Oswald has stolen my company, and we need to find Vicky and the Children of Arkham before they strike again. I can't just ignore it. You're in no condition to work. You absolutely must get some rest. Then help me. It feels like the whole damn cave is coming down around me. Of course I'll help. Let's start by addressing the problem at hand. Mein Vater baute Wayne Andrews bei seinem gestohlenen Land, weil er fast seine Feinde ein Vermögen hat. Er hat einen sehr langen Abend. Begann diese Reise in Gedanken an den Tod meiner Eltern, aber jetzt ist alles fokus auf getting my head clear first. Bring up everything we know about Vicky Vale's drug. I'm on it. If we can isolate the presence of the drug, I should be able to synthesize it. Let's start with a DNA scan. Compare it to your DNA on file in the back computer. I'll make the preparations. Asylum zu befreien, bin immer ihm auf ewig dankbar. So, er hat es mit Hilfe meines Sohnes geschafft, aber jetzt muss ich zugeben, dass ein Monster berühmt im Bürgermeister von Gotham City sitzt. Er ist so eine verzerrte Version des Wortes, das ich einst kannte, und nutzt seine Kreuzung gegen das Verbrechen als Ausrede für autoritäre Taktiken. Außerdem hat der Bruce Wayne die Kriegsverfügung unterschrieben, die mich ins Arkham Asylum gebracht hat und trägt das Lob für die Vereidigung der Pläne der Kinder von Arkham eingeheimt. Steven seinen Backen vielleicht von Verbrechern schützen wollen, aber seine brutalen sogenannten Spezialen zur Strafverfolgung machen alles nur noch schlimmer. Ich muss ihn konfrontieren und zwar bald. Hill gab den Kindern von Arkham das Band auf, den mein Vater Easter Cobblepot in den Wahnsinn beweist, die kriminellen Machenschaften meines Vaters, aber für Hill war es zu wenig und zu spät. Obwohl ich froh, dass Hill weg von Messer ist, hätte ich es lieber gehabt, wenn Batman sich um ihn kümmern könnte, hätte und Ingo ihn morden und hätte niemals dasselbe. Selina hat sich als einer der einfachsten Menschen, die ich hier getroffen habe. Sie hat gezeigt, dass sie sich im Kampf behaupten kann. Ich hoffe, sie hat keinen Kurven gegen mich, weil ich Harvey beim Reden getroffen habe. Aber Harvey war schutzlos und Selina konnte sich gegen die Kinder von Arkham behaupten. Ich hoffe, sie sieht uns noch immer als Verbündeten, nicht als Feinde. Ich will gar nicht über die furchtbaren Dinge nachdenken, die Oswald dem Wayne Andrews was. Mein Fehler als Regeneration daran gearbeitet, lässt um ein Unternehmen zu machen, dem Respekt gebührt und sie durch eine Sohn Endes verwandelt. Er darf keinesfalls meine geheimen Technologien entdecken, die kräftige Abtreibung, die ich ihm auf die Pressekonferenz fast war, sollte ihn beschäftigen, bis ich mir einen Plan entwickelt habe und ich bitte darum. Ich war nicht lange im Arkham Asylum und die Stadt bereits in einem schlimmeren Zustand als vor. Ich weiß nicht, inwiefern habe ich Kontrolle über das Fahrzeug und seine sogenannten Spezialeinsätze zu schaffen. Es wird gar nicht schwierig machen, seine Arbeit zu gut zu machen, aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich damit recht habe, wird Gordon mir vielleicht damit keine so große Hilfe sein können, wie ich es mir erhofft hatte.
So, Wiki Well, wie sie mir bekannt zu schienen sein, gibt es nicht mehr. Sie hat aufgehört zu existieren. Ihr richtiger Name ist Victoria Arkham, aber ich schätze, sie möchte lieber Lady Arkham genannt werden. Sie war die ganze Zeit direkt von meiner Napse nicht drauf gekommen. Warum? Sie hat mich manipuliert und zu zerstören und versucht. Es hätte auch beinahe geschafft. Das war ein schlampiger Fehler meinerseits und ich kann es mir nicht leisten, dass er mir nochmal unterläuft. Aber damit ist jetzt vorbei. Als erstes muss ich ihr Fort von dieser Bewusstseinsveränderung Droge finden und ihn zerstören. Montoya entschloss sich dazu, selbst gegen die Kinder von Arkham vorzugehen. Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit, aber sie darf sich nicht in Gefahr bringen. Hoffentlich kann ich davon überzeugen, ihren Kreuzzug gegen die Kinder von Arkham aufzugeben. Wenn sie einmal aus dem Weg gehen, kann ich mich um den Rest kümmern. Ich habe Lucius gesagt, er soll seinen Job bei Wayne Enterprise kündigen und für mich arbeiten. Wenn Lucius hier ist, droht ihm von Biggie keine Gefahr und er kann neue Technologie für Batman entwickeln. Und ihren Anhängern ist sie als Lady Arkham bekannt, aber jetzt kenne ich ihren richtigen Namen. Victoria Arkham, ihre Persona, der Wiki Whale, kann es nicht mehr zu geben. Ich kann ihnen nicht glauben, dass sie in mein Zuhause gelassen habe. Ich kann nicht glauben, dass ich niemals darauf gekommen bin, wer sie auf sie gemacht hat. Aber jetzt, da ich Bescheid weiß, kann mich nichts davon abhalten, ihn ganz zur Strecke zu bringen. Seit ich ihren Plan, die Bürger mit ihrer Droge zu besprühen, vereitelt, verhalten sich die Kinder von Arkham ruhig. Wenn ich nicht in Arkham gewesen, hätte ich sie alle sofort aufgespürt. Aber es scheint, als hätte sich Bürgermeister Dent während meiner Abwesenheit des Kampfes angenommen. Er wird sie und die sich einen autoritären Taktik zu widersetzen versuchen, vernichten. In Arkham war kurz, aber ein Patient im Speziellen hat Druck auf mich hinterlassen. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich werde nie sein Gesicht vergessen oder sein Lächeln. Er ist wie eine Art gruseliger Zwillingsraum. Er hat sich überaus hilfreich dabei erwiesen, Vicky und ihr geheimes Drogenlager aus dem Nichts zu machen. Als Dank für seine Hilfe habe ich ihm gesprochen, ihm einen Gefallen zu tun. Was ist schon ein Gefallen, der für immer im Arkham sein Fest sitzt? Aber er wird da escapen, man. Das werden wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss, bis dahin. Thank you.